Wir müssen. Da ist das Nordtor, ne? Ja. Hatten wir sonst noch im alten Lager einen Händler? Der Koch hat nichts verkauft. Der Kartenzeichner. Aber ob der Erz hat oder nur seine Karten, bin ich mir jetzt nicht sicher. Diego hat nichts verkauft. Toro schon mal gar nicht. Mordrek ist ja im neuen Lager. Die Gardisten auch nicht. Die sammeln nur Erz. Ja, viel bleibt da nicht. Das ist der Baal. Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Baal Taran. Von der Bruderschaft des Schläfers. Na, das hilft uns jetzt alles nicht weiter. Ist das Graham? Das war ja der Kartenzeichner. Bist du noch wach? Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. 16 Erz. Na gut. Wir sollten vielleicht doch jedes kleine bisschen mitnehmen. Nur für den Fall, dass es daran dann hängen wird später. So, wen treffen wir auf dem Weg nach Fingers? Müsste weiter hinten sein, aber der hatte auch keine Ware. Dann war hier oben irgendwo Dusty, aber den haben wir schon abgeliefert. Hier vorne war Whistler, aber der wollte nur sein Schwert haben. Na, nee, hier sind sonst keine Händler mehr. Jedenfalls keine, die wir kennen würden. Ah, die schlafen natürlich. Ah, Dexter nicht. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier nur den besten Stoff. Ein Erz. Nein. Wir haben es zwar ziemlich nötig, gerade was Erz angeht, aber so nötig dann auch wieder nicht. Na gut, hauen wir uns bei der nächstbesten Gelegenheit hin und schauen dann nochmal zum Marktplatz. War die Hütte hier frei? Hey du! Nee, war sie nicht. Aber hier vorne konnten wir drin schlafen. Auch wenn das nicht gerade das gemütlichste Bett war, aber was soll's. Wir sind ja nicht wählerisch. Außer was unsere Rüstung angeht und unsere Waffen und unser Essen und ja. Aber wir sind nicht wählerisch. Jetzt müsste Fisk wieder auf dem Marktplatz sein. Und Torus auch am Tor, um uns reinzulassen. Solange ich nichts damit zu tun habe. Solange ich nichts damit zu tun habe. Und hier war noch ein Baal, aber der hat nur Kraut verkauft, glaube ich. Der hatte kein eigenes Erz, aber können wir einfach gucken. Ja, genau du. Du hast uns mal zum Flager gebracht, aber du hast nichts zu verkaufen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Zeig mir deine Ware. Oh, schön, schön. 241 Erz. Dafür kriegst du... Was haben wir hier noch? Heilkröte wollen wir behalten. Das Fleisch erstmal auch. Die Pflanzen können alle weg. Das kann auch weg. Reis auch. Orkplatten. Nee, es bringt schön viele Lebenspunkte. Bier haben wir auch jede Menge. Können erstmal 8 Flaschen von weg. Preisschnaps auch eine. Waffen müssten wir auch noch haben. Oh ja, die waren noch recht viel wert. Das weg. Das alles weg. Die Äxte waren zu viel wert. Ja, sowas gibt's auch. Dann füllen wir den Rest einfach mit Sumpfkraut auf. So. Dafür wollen wir all dein Erz. Erstmal abwarten, es wird nicht so heiß gegessen. 1170, 30. Lass mich vorbei! Ja, ganz ruhig. Diese Gardisten, die so rumdrängeln.
Aber ja, 30 Erzfehlen, wenn der Preis denn richtig war. Und das sind die 30 bzw. 50 Erz, die wir bei dem Trainer verbraten haben. Ja, es war schon wichtig, dass wir unseren Einhandkampf verbessern, aber es ist trotzdem ärgerlich, dass genau das Erz jetzt fehlt. Sly, nee, du wolltest nur das Amulett von Neck haben. Hey du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Nein. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Ja, was ich gerade sagen wollte, bevor ich mal wieder von Bloodwind unterbrochen wurde. Mit etwas Glück kriegen wir für das Überbringen der Botschaft gut Erz. So, wir wollen da rein. Ich bin Bote der Wassermagier. Ich muss in die Burg. Du hast das Amulett eines Boten bei dir. Damit kommst du an den Wachen vorbei. Mit den Magiern will ich nichts zu tun haben. Also belästige mich nicht weiter mit der Sache. War nicht besonders schlau. Halt! Entspann dich. Ich habe mit Torus geredet. Ich kann rein. Ich werde mir deine Visage merken. Wenn du Ärger machst, bist du dran. Wir machen doch keinen Ärger. So. Oh, Mist. Ja, diese Rüstung, die wir jetzt gerade tragen, die haben wir gar nicht an. Fällt mir gerade so auf, dass wir mit der Banditenrüstung jetzt einfach hier im alten Lager rumspazieren. Und wir müssen Diego die Liste ja auch noch geben. Das wäre ein bisschen auffällig, wenn wir das in einer Banditenrüstung machen. Also ja, das ignorieren wir einfach mal gepflegt. Ich habe die Liste von Ian. Gut gemacht. Das bringt dir einige Pluspunkte ein. Eine Banditenrüstung gibt ganz viele Minuspunkte. Mach's gut. Ja. Na gut, dann hätten wir das für Laris auch noch erledigt. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Plan gehabt. So, jetzt müssen wir die Feuermagier finden. Das hier sieht wie ein wichtiges Gebäude aus, aber da hinten sind die Männer in Roben. Das wird dann wohl der oberste Feuermagier sein. Du darfst keinen Fuß über diese Schwelle setzen, es sei denn, Meister Koristo gestattet es. Solange ich damit nichts zu tun habe? Ich suche den obersten Magier des Feuers. Das ist Koristo. Was willst du von ihm? Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist ewig. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Bist du ein Bote aus der Außenwelt? Ja, ein Magier gab mir den Brief, kurz bevor sie mich in die Kolonie geworfen haben. Zeig mir den Brief. Sollen wir den Brief jetzt einfach so geben? Er ist ein Diener Innos und die dürfen nicht lügen, betrügen und dergleichen. Na gut. Hier ist er. Das ist ein Brief an Xardas. Und was ist daran so aufregend? Xardas ist schon lange kein Diener Innos mehr. Vor einigen Jahren hat er uns verlassen und sich der schwarzen Magie zugewandt. Er lebt in einem Turm mitten im Orkgebiet und widmet sich dort seinen Studien. Er sagte, er wolle auf seine Art herausfinden, was mit der Barriere nicht stimmt. Warte hier, ich bin gleich wieder da. Das ist jetzt natürlich komisch. Also die super wichtige Nachricht, die wir für den obersten Feuermagier hatten, ging an jemanden, der gar nicht mehr da ist. Kann schon sein. Verlass dich auf jemanden. Koristo war ganz außer sich vor Freude. Er sagt, du kannst zu Torres gehen und dir deine Belohnung selbst aussuchen. Er ist außer sich vor Freude, weil er einen Brief bekommen hat, der nicht für ihn gedacht war. Was da wohl drin stand. Wo finde ich Torres? Er ist den ganzen Tag draußen hier vorm Tempelgebäude. Nachts ist er wie alle anderen drin, aber nur Magier dürfen das Tempelhaus betreten. Also kannst du ihn nur tagsüber sprechen. Na gut, wir haben es ja Tag. Ich habe da noch einen Brief von den Wassermagiern. Ah, sehr gut. Ich werde ihn an Koristo weiterleiten.
wenn du wieder im neuen Lager bist, werden die Wassermagier dich sicherlich für deine Mühen belohnen. Na gut, da werden wir sie dran erinnern müssen. Wir sehen uns. So, Torres. Wir sind nur zwei weitere Magier, also wird es einer von den beiden sein. Ich suche den obersten Magier des Feuers. Geh zu Milton. Der gibt sich mit Laufburschen wie dir ab. Sehr charmant. Also so viel zu den Diener Innos. Dann bist du wohl Torus. Nein, Torres. Ich grüße dich, Magier. Innos wache über dich. Ich handle mit magischem Wissen und kann dir zeigen, wie du deine magische Energie steigerst. Vielleicht hat er ja ein bisschen Erz zum Tauschen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Ja, zum Tauschen hat er was, aber kein Erz. Schade. Und eine Münze. Oh, sehr komisch. Na gut, aber für später kommen wir nochmal auf ihn zurück, weil er hat wahrscheinlich jede Menge interessante Bücher. Auch ob fraglich ist, ob wir sie benutzen können oder nicht. Aber er hat auch noch Heiltränke. So, wir könnten versuchen, Magier zu werden, aber da wir uns dem neuen Lager angeschlossen haben, werden die damit ein kleines Problem haben. Also erwähnen wir mal den Brief. Koristo schickt mich. Ich habe den Brief übergeben und soll meine Belohnung selber wählen. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen und sollst deine Belohnung erhalten. Wähle mit Bedacht. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Aber wenn du meinst, ich mach... ein Stärkering, ein Geschickring, drei Spruchrollen oder eine Essenz des Geistes. Wahrscheinlich hast du recht. Der Stärkering passt am besten zu uns. Ich nehme den Stärkering. Eine solche Wahl hatte ich von dir erwartet. Hier, nimm den Ring. War das gerade eine Beleidigung? Na gut, den legen wir auf jeden Fall schon mal an. So, und jetzt können wir uns hier nochmal umschauen nach einem Händler. Auch wenn das unwahrscheinlich ist, so mitten im Burghof. Oh, das ist eine Schmiede. Du wirst dann aber wahrscheinlich für das Rüstzeug zuständig sein. Skip. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Waffen der Gardisten. Verkaufst du Waffen? Nur an Gommes-Leute. Ja, wir sind einer von Gommes-Leuten. Die Banditenrüstung ist nur Tarnung. Ja, wir könnten jetzt vorgeben, dass Gommes uns geschickt hat. Aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass der Erzbaron selbst uns hierher schickt. Da macht Torus schon mehr Sinn. Torus hat mich zu dir geschickt. Ich soll mir eine Waffe besorgen. So? Okay. Ich soll eine Sache erledigen, die keiner von denen hier schaffen kann. Das ist unwahrscheinlich. Und in den Hintern treten, da könnte er komisch drauf reagieren. Sagen wir einfach mal, geh und frag ihn. Geh und frag ihn. Mach ich glatt. Aber nicht jetzt. Interessiert ihn bestimmt, was du über ihn erzählst. Ich weiß nicht, wer dich hier reingelassen hat, aber du solltest schleunigst wieder verschwinden. Na gut, das lassen wir mal. Können wir bei dir vielleicht was kaufen? Verkaufst du Waffen und Rüstungen? Um die Waffen kümmert sich Skip. Ich verteile nur die Rüstungen. Was für Rüstungen hast du denn da? Nur Rüstungen für Gardisten. Und du bist keiner. Also wirst du dir deine Rüstung woanders besorgen müssen. Du Arsch. Ah, ja, das alte Lager. Charmant wie eh und je. Na gut, das hier scheint das Hauptgebäude zu sein. Das? Da wird dann sich wohl Gommes rumtreiben und die anderen Erzbarone. Aber ob wir da einfach so rein dürfen? Halt! Keinen Schritt weiter! Warum? Das Haus der Erzbarone ist tabu für Abschaum wie dich. Wir wollten eigentlich gar nicht rein. Wir standen nur ein bisschen davor rum. Wer hat dich denn reingelassen? Torus. Und was willst du hier? Ich habe eine Botschaft für die Magier. Du arbeitest für die Magier? Damit will ich nichts zu tun haben. Ja, die Magier scheinen hier echt... Oh, da liegt ein Erzbrocken rum.
Eine ganze Spur aus Erzbrocken. Wie viel brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch 17, nee, 27. Das muss eine sehr lange Spur sein. Die führt da runter. Schauen wir doch mal. Auch wenn das echt komisch ist. Kriegen wir dich auf? Rechtsrum ging nicht. Links auch nicht. Nee, da kommen wir leider nicht rein. Auch wenn das sehr verlockend zu sein scheint, hätte ja irgendjemand einen riesigen Beutel mit Ärzte reingeschliffen und der das ein bisschen was rausgepurzelt. Da geht's hoch auf die Wehrmauer. Da kriegen wir bestimmt Ärger, wenn wir uns da rumtreiben. Und hier? Ist die Küche? Aber hier scheint nichts zu sein, was irgendwie von Interesse ist. Außer noch mehr Fleischwanzen-Ragout. Und das können wir wirklich nicht mehr sehen. Also ja, hier ist für uns nichts mehr zu tun. Was ist hiermit? Nur ein Schießstand. Ohne Pfeile oder Bögen, die man hätte mitgehen lassen können. Ja, also hier in der Burg haben wir echt nichts mehr zu tun. Dann hauen wir einfach mal ab. Und schauen uns außerhalb des Lagers noch ein bisschen um. Wir könnten zwar jetzt zu Laris zurück und ihm sagen, dass wir die Liste überbracht haben, aber ewig zwischen den Lager hin und her zu laufen, ist auch nicht gerade das Wahre. Also schauen wir uns einfach hier weiter um, gehen mal ein bisschen in den Wald, erlegen ein paar Wölfe und dann schauen wir weiter. Denn wir müssen ja eigentlich nur Zeit totschlagen, bis sich die Lage im Sumpf ein bisschen beruhigt hat. Also, da ging es Richtung Sumpflage, da haben wir schon recht viel kaputt gemacht. Da kamen wir her, also da ist die Abladestation vom König. Da waren die Jäger, da waren wir auch schon. Dann schauen wir doch mal da in den Wald rein. Obwohl das der Wald ist, der bei der alten Mine war. Das heißt, wahrscheinlich wird da auch nicht mehr allzu viel sein. Außer diese komischen zweibeinigen Mäuler. Aber naja, ein Versuch ist es wert. Und wenn wir da nichts finden, können wir einfach ja hier außenrum noch ein bisschen weiter schauen. Ja, aber erstmal speichere ich ab. LP 19.